Hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Wir sind genau da, wo wir gestern aufgehört haben, an dem Nebel. Der Nebel hat schon einen Namen, das ist der Inner Rim Nebula. Den hat er wieder wie immer vom Galactic Mapping Project gekriegt, also der Community-Sache da. Und den gucken wir uns heute mal genauer an. So, ich habe bisher nur eins quasi gemacht. Ich habe hier das System gebookmarkt, da wollen wir letztlich hin. Das ist ein schwarzes Loch. Und das sieht bestimmt ziemlich geil aus, wenn man den Nebel dann von dem schwarzen Loch verzerren lässt. So, jetzt suchen wir uns erstmal ein nettes System, wo wir hin können. B-Stern eventuell. Ja, wieso eigentlich? Ja, der ist. Ja, komm, machen wir einfach mal so. Neutronenstern. Ja. Ja, machen wir einfach mal. Kennen doch schon, wir müssen uns den Level sehr ein bisschen angucken. Bevor wir dann so ein schönes System für hier. Und dieses schöne System ist dann wie gesagt das schwarze Loch. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das das Hauptsystem von dem Nebel ist. Weiß ich nicht. Ich habe nur gelesen, bei dem Nebel soll es einige schwarze Löcher geben. Und das muss halt dann ziemlich cool aussehen. Ich habe leider nur das Ende gefunden. Ja, also dann nehmen wir das und. Oh. Das ist schon entdeckt. Das ist schon. Okay. Nee, ich wollte eigentlich. Guck mal an, wir warten hier schon. Den Namen haben wir auch schon ewig nicht mehr gehört. Hesselsehof. Den Namen heute mal doch ziemlich oft gehört, wie man nur Kolonia geflossen. Gut, dann nehme ich mal stark an, wenn dieser Neutronenstern schon entdeckt ist, ist es der B-Stern schon dreimal. Dann gucken wir, dass wir uns wenigstens A-Stern oder so oder irgendeinen Stern, wo noch nicht entdeckt ist, hier in der Kante. Müsste doch eigentlich so schaffen sein, oder? Ohne dass wir auf M, K oder weiße Zwerge ausweichen müssen. Oder? Keine Ahnung, das sieht man dann. Was spannend. Gut, du bist dann schon entdeckt. 4. Oh! Hi! Ist das der aus dem Elite Dangerous Forum, The Dub Station? Der hat super Musikgeschmack, der Kerl. Gibt so was Red. Der postet ja ab und zu. Der hat super Musikgeschmack, kann man nichts sagen. Wusste ich gar nicht. War der schon da? Okay, hat alles mitgenommen. Schön. Schön, schön. Gut, jetzt nehmen wir es erstmal ein bisschen Abstand von dem Stern und gucken wir mal grob, wo. Ah. Direkt hier, linke Hand, einwandfrei. Oh ja. Oh, das sind mal die einzelnen Filamente, aber schön. Moment, wo jetzt hier ein bisschen dichter. Oh ja, oh ja. Ich glaube, da müssen wir unser anderer Stern suchen, weil der B-Stern ist dann doch ein bisschen hart. Moment, das suchen wir uns mal was Feines.
B machen wir mal aus. Gehen wir mal auf G-Sterne. Vielleicht ein bisschen so, vielleicht. Und sagen wir dich mal nehmen. Deine G-Sterne. Da bist du zu nah dran. Wir können wir nehmen dann einfach mal. Hat aber auch was, wenn man so nah dran ist, kann man ewig irgendwie über den Himmel schwenken und sieht immer nur den Nebel. Das hat auch schon was. So, bin ich mal gespannt, was das da unten jetzt wird. Und das schwarze Loch, das Beamer zum Abschluss an, denke ich. So, das wäre jetzt spannend zu wissen. Wie ist denn das mit den Sternen? Der ist noch unentdeckt. Okay, das ist schon mal gut. 13 Objekte, alles klar. So, gut, da hinne erkenne ich doch schon mal was. Uiuiuiui. So, fliegen wir einfach mal grob in diese Richtung. Moment, scannen müssen wir natürlich noch, das versteht sich doch von selbst. Du bist nur irgendwas Felsiges mit Ring. Hier hätte mal ein paar geologische Signale und da ist doch bestimmt noch was in der Mitte. Genau. Gucken wir mal schnell drüber. Na? Jetzt nichts so überwältigendes. Ich habe mein Programm gar nicht gestartet, aber naja, nicht so wild. So, dann nehmen wir mal ein bisschen Abstand. Gucken uns die Sache mal genau an. Ja, ansonsten, heute müsste glaube ich dann Sonntag sind für die. Ja, ich glaube, die Folge nehme ich für Sonntag auf. Das wird bedeuten, nur noch 2 Tage bis zu den Fleet Carriern. Bin ich mal gespannt. Wobei, es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis mir hier auf dem Account zumindest nur Fleet Carrier sehen wäre. Wow. Wow. Das ist nicht schlecht. Mir wäre wahrscheinlich höchstens nur in der Scene, vielleicht, wenn man, in Explorers Anchorage sind und die Datenabgabe. Gesetzt den Fall, dann hat sich schon jemand dorthin gearbeitet. So, das sieht doch mal cool aus. Wunderbar. Okay, so, mal ein bisschen rauszoomen und jetzt könnte man, Wasserbereich soll man mal gucken, wenn man mehr drehen, mehr könnte man hier so in den Bereich, genau so, oder? Ist geil, wie dichter hier ist der Nebel und hier so total fluffig leicht. So, hier ungefähr, oder? Ja, das ist doch mit Neutronenstern. So, mal gerade mal gehst oder man könnte mal Endstufe höher gehen. Vielleicht finde ich mal F-Stern hier irgendwo. Du? Ja, wieso eigentlich nicht? Da kommen wir direkt hin. Ja, machen wir doch so.
Ja, das hat ja so quasi Brauch, dass man den Nebel aus verschiedenen Perspektiven mal angucken. Oh, und hier mal komplett neues Namensschema. Emmons. Ja, aber hier war auch schon ein paar Commander, denke ich, weil der Nebel hier ist. Ne, hier markiere ich mir nichts mehr. Wie gesagt, nur dem Nebel. Gucke mal, dass man schleunigst wieder in die Imperian Straits komme. Und zumindest weiter Richtung Kern fliehe. Klar, mir. Ja, wohl. Vielleicht fliehe ich ja dann direkt nur Explorers Anchorage durch und gebe die Daten ab. Wie gesagt, keine Ahnung. Wir können doch gut und gerne einfach noch unserem geplotteten Kurs folgen mit deinen Bookmarks. Schwer. Also machen wir es wahrscheinlich. Wahrscheinlich Pimo Dormi, je nachdem wie mal Lust dann. Hupsa. Das war aber ein bisschen. Stöhne. Ja, da war noch einer. Hier ist ein Gasriese. Klasse 1. Weil ich ehrlich sein muss, ich wäre jetzt momentan so aus dem Stegreif, wüsste ich gar nicht, inwiefern sich diese Gasriese unterscheidet, also diese Klasse 2, diese Klasse 1 bis 3. Ich glaube, dass die Ensa-Gasriese, das ist ungefähr, müsste eigentlich die Entsprechung von Jupiter und Saturn sind. Und ich glaube, je höher die Nummer ist, desto schwerer wäre die. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, kann was nicht, ich mich komplett täusche. Ich glaube, das gucke ich mal an. Können wir es in einer Folge, in der nächsten Folge mal klar ziehe, was das ist. Vielleicht wisst ihr auch schon. Dann freue ich mich natürlich über Kommentar. Jupp, die Dosen sind ziemlich nah beieinander. War nicht so groß. Nö, da wollen wir aber jetzt nicht hin. Wir wollen jetzt ein bisschen vom Stern weg. Wo ist denn der Nebel? Ah ja. So. Das ist doch auch mal schön, wie der an so ein bisschen an Struktur gewinnt, je weiter mal vom Stern weg ist. So, na komm, mach mal dich mal weg. Hin, aus. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann würde ich sagen, wir könnten mal in diese Richtung. Warte mal, den Nebel will ich mir eigentlich. Da kommen wir am besten von oben. Dann genau, oder? Oh, mir fehlt jetzt erstmal noch. So irgendwie. Die Kante F-Sterne sind unentdeckt, sollen wir mal A probieren. Nimm mal dich, oder? 98, ist egal. So, das werden wir hoffentlich noch hinkriegen.
Ah, vielleicht nehmen wir 8 in. Gucken wir mal. Ach nee. Nee. Machen wir schon richtig, wenn der andere markiert, dann soll das halt die nächste Zwischenstation sein. Auch unentdeckt, ja, so ist das auch schön. Man könnte eventuell. Ups, so. Okay, doch, passt alles. Dann könnte. Oh, hier hätte man eine Wasserwelt. Gut, die müssen wir dann natürlich. Das ist ja logisch, oder? Dass man die mitnehmen. Die kann ja auch nicht so weit wechseln, nehme ich an. Wahrscheinlich hat es hier dann noch diverse terraformierbare. Hohoho. Gucken wir mal, wie viel Arbeit wir hier haben werden. Müssen wir sie erst ein bisschen weg. So, hier ist die Wasserwelt. Die hat noch einen Mond, so wie es aussieht. So, dann lass uns mal gucken, wie viel Arbeit wir hier haben. Ja, du. Nur 2. Das ist noch machbar. Also 3 und 4. Wie stehen hier dann? 3 und 4, guck mal hier, das ist doch wie gemacht. Die stehen doch richtig gut. Dann springt eventuell noch ein schönes Bild mit Wasserwelt vor Nebel dabei raus, wenn wir uns schön positionieren. Gut. Wir müssen noch bei das schwarze Loch. eventuell tun wir es dann. Naja, gucken wir mal. Jetzt wollte ich doch zuerst mal schauen. Diese Wasserwelt ist sogar terraformierbar. Das ist wunderbar. 2 Erdmasse. Okay. Wo ist denn die Temperatur? Achsneigung, Rotationszeit, Umlaufzeit, Atmosphäre, Oberflächentemperatur. Oh, wow. Heieieiei. Das ist geringfügig zu warm. geringfügig viel zu warm. Man könnte es auch als heiß bezeichnen. Also müsst ihr eigentlich dementsprechend. Muss dann der Druck hoch sein oder niedrig, damit das Siedepunkt vom Wasser verschoben wird hoch, oder? Glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Physik war nie so meins. So, dann wo Bremsmanöver. Und 6 Stück, alles klar. Ich gib ihm. Dann können wir uns schon mal. Okay, das ist jetzt nicht so weit.
Ah, hier. Hier. Oh, wow. Wow. Guck ich das mal an. Ho. Der scheint ja förmlich zu glühen in deiner. Von der Doransicht. Cool. Boah, das so sieht auch irgendwie. Das könnte auch irgendwie ein bisschen gruselig aussehen. So in der Mitte ist so der Totenkopf, wo man ein Auto von sieht in die Nase. Und wo er die zwei Hände hochhält. Ich gucke zu viel schlechte Filme. So, dann müssen wir. Kann ich irgendwie von. Moment, oder? Der war hier. Oh, nee. Moment. Ah, hier, okay. Gut. Das war. Moment. Wir entfernen uns wieder. Nicht gut. Jetzt hin, das habe ich mich irgendwie komplett. Komplett verwirrt. Ach, guck mal. Da kommt doch schon was. Und dann könnte. Ja, nimm mal sehr Sterne. Jo, passt doch. Sehr schön. Das war fast wie geplant, oder? Nur, dass es das nicht war. Also eigentlich schon, aber es ist eher Zufall, denke ich, dass es jetzt so gut geklappt hat. So, dann können wir hier schnell. Gott, sieht der Nebel fett aus, ey. Da ein bisschen näher ran eventuell. So, sehr schön. Das hat doch auch was, das da. Mond müssen wir noch mitnehmen. Da gibt es nichts. Und ich glaube, dann fliehen wir doch lieber zu dem schwarzen Loch, damit wir das noch hinkriegen, weil sonst überziehen wir komplett. Besteht ja auch die Möglichkeit, das andere ist die Oasis, die wir mal hinwollen, dass dort auch nochmal ein paar terraformierbare Wälder sind. Und ich wollte eigentlich doch in der Folge noch ganz gerne zu dem schwarzen Loch. Den Mond nehmen wir noch mit. Sechs Sonde, das glaube ich aber nicht. Das da müsste doch eigentlich schon reichen. Jau, das reicht. Okay, warte mal, wo? Blub. Bist du? Schwarzes Loch, genau. Was hab ich denn ohne markiert? Was ist denn das? Was ist denn das? Ach, das ist das Anna-System, wo ich hingeflogen bin, gell?
Genau. Mal herkomme. Das können wir mal wegmachen. Genau, schwarzes Loch. So, du bist markiert. Genau dort wollen wir hin. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass das auch schon entdeckt ist. Aber das ist nicht so schlimm. Wir fliegen nur hin für ein schönes Fotomotiv. Sonst nichts, das ist verwunderlich. Wer war hier schon hier? Den Newman. Okay. So, warte mal, warte mal. Jetzt muss ich sie erst mal. Gut, also Nebel ist hier. Oh, da müssen wir auf die andere Seite vom schwarzen Loch, denke ich. Das sollte aber kein Problem darstellen. Moment, ich muss erst mal gucken. Ich dich gerade mal markiere. So, genau. Eigentlich ist der Nebel hier überall. Aber da hinter uns war es halt so schön rot. Jetzt müssen wir ein bisschen nach unten. So, machen wir mal ein bisschen Ziele. Gucken wir mal. Ja, das ist doch gut, oder? Das ist doch gut. Genau, ja. Das gefällt mir. Und jetzt können wir uns ganz geplant aus dem Supergruß reisen lassen. Vielleicht mit der Geschwindigkeit nicht ganz übertreibe, damit man da dran vorbeirausche, aber. Das wäre Hit, wenn es jetzt nicht klappt. Weil wenn es nicht klappen soll, dann werden wir immer rausgehauen. Und wenn es dann mal klappen soll, rasch du vorbei. Ah nee, nee, das geht glaube ich schon. Tja, aber das ist ein schwarzes, ein supermassives schwarzes Loch. Hätte das Problem wahrscheinlich nicht. Da wird du wahrscheinlich jetzt schon was sehen. Naja, so ein bisschen kommt schon hier. Geil, dass wie wenn man so ein Tunnel rinfliegen wird. So. Alter, wann hauzen sind so raus? Also ein bisschen gruselig ist es hier schon, muss ich sagen. Ah ja, okay. Ich warte auf den da, wo so. Elite so patchet, dass dann wirklich das Schiff kaputt geht, wenn man frontal drin fliegt und wenn man das dann nicht weh ist, hui. Boah. Ja, das ist doch wirklich was, oder? Oh, herrlich, guck mal. Direkt eine schöne rote Hotspot hier. Sehr schön. Gut, mit dem schönen Anblick verabschiede ich mich dann und wir sehen uns dann wieder auf dem Weg in die Imperian Straits.
Bis dahin dann. Bye bye und noch schöner Start in die neue Woche. Ciao.